LMC, ja, ein Wohnmobil der Oberklasse. LMC ist wirklich ein ganz, ganz toller Hersteller. Ein T673 Passion, aber kein neuer. Es ist tatsächlich ein gebrauchter. Und wir zeigen heute mal, was man so für sein Geld kriegt, wenn man keinen neuen kauft, sondern einen gebrauchten. Wir sind im Ruhrgebiet, nämlich mitten in Mülheim an der Ruhr, unweit von Düsseldorf. Und da kommst du her. Da komme ich her, genau. Aber ursprünglich komme ich auch aus dem Pott. So ist das. Castrop-Rauxel. Castrop-Rauxel. Bochum geboren. Bochum geboren, so ist es. Ja, wir haben als Basis, guck mal kurz auf die Radkappe, ein Fiat. Wir haben ein Fiat. Wir haben ein Fiat, ja. Euro 4 hat er natürlich. So ist es, hier vorne steht's. Und ja, da ist er, der LMC T672 Passion, Einzelbetten, Satz, Solar, Rückfahrkamera, Navi und Anhängerkupplung, was ja auch viele suchen. Denn der kann einiges und für Freunde des Standbildes, hier sind die technischen Daten, 54.900 Euro LMC Roland, lieber Roland Rimkus von RS. Lord Münsterland Caravan. Ja, was ganz Großes, muss man sagen. Ja, High-End. High-End, es ist ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Wenn wir gleich reingehen, werden wir sehen, es hat auch ein Ambiente. Ja, es lädt wirklich ein, weil es ein robustes Fahrzeug ist. So. Ein deutsches Produkt. Ihr seid kein LMC-Vertragspartner, muss man dazu sagen. Ihr habt den gebraucht angekauft? Ja, nicht hier in Deutschland, aber in der Türkei. In der Türkei seid ihr LMC-Vertragspartner? Vertragspartner sind wir Generallieferant, Das glaube seid ich. Aber nicht ihr, ist eine andere Gesellschaft. Das ist eine andere So, Gesellschaft. dass wir das klarstellen, nicht, dass sie kommen und sagen, ah, oh, seid ihr gar nicht. Nein, 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 das ist So, richtig. LMC kenne ich, Holländer fahren LMC ganz gerne. Ja. Wo Ja, kommt das her, LMC? LMC ist irgendwann mal im Münsterland gebaut worden und hat ja auch eine lange Zeit eine Tradition, was Wohnwagen angeht. Mein erster Wohnwagen war übrigens ein LMC. Ein LMC. Ja, mach mal auf, dann können wir mal ganz kurz reingucken. Wir machen erstmal einen Rundgang. Da sieht man schon mal so ein bisschen, da habe ich eine ganz tolle Optik drin. Alles ein bisschen anders, ganz hochwertig. Hochwertig, ja, weil Glanzholz. Fiat Ducato-Basis. Eigentlich ein sehr, sehr schickes Fahrzeug. Ja, wir sehen es gleich mal komplett, aber wir gehen noch nicht rein. Das machen wir gleich. Denn du warst noch nicht drin, Steffi. Ich war noch nicht Gut, dann drin. machen wir schnell mal zu, Ja, ich war noch nicht dass die drin. Steffi nicht reingucken darf. Für Steffi ein Überraschungspaket. Ein Ja, Überraschungsei, ein extra Ü-Ei. nicht. Ich warte immer, bis wir mit der Kamera dabei sind, damit man wirklich mein Gesicht sieht, wie der erste Moment ist. Sehr ordentliches Fahrzeug hier, auch gut isoliert an den Stellen, wo also Kälte gut reinkommen könnte. Das wäre jetzt hier zum Beispiel an der Rückwand oder an den Türen mit Teppichboden Stange, verspannt. Kleiderstange hier in der Mitte. Kleiderstange in der Mitte, damit man da auch mal ein paar Wintersachen abhängen kann. Dann hier der Weil man Bereich braucht für die ja. Gasflaschen, aber oben drüber noch so ein bisschen Stauraum, das finde ich ganz praktisch. Der ist uns auch benutzbar, weil die Abtrennung ist nur hier für die Gasflaschen. Ja, dann hast du eine Durchreiche nach vorne, wie ich sehe. Ja, Durchreiche nach vorne, das werden wir gleich noch mal sehen. Wir haben hier noch ein bisschen Klappen. So, Steffi, du bist da ja eleganter als ich, ne? Hier wäre jetzt Machst du das gut? Bordwerkzeug, ne? Du machst das schon ganz gut. Dass man da auch Wagenheber dabei hat. Und was ist das für eine Kurbel? Das ist die Kurbel für die Markise. Zeig mal, die Steffi hat das noch nie gesehen. Also im Prinzip relativ einfach. Du setzt das rein und dann wird gekurbelt. So, das ist jetzt eine Aufbaukurbelmarkise, die aufgrund der Konstruktion des Fahrzeugdaches so angebaut ist. So, und das heißt, du bist vor Ort und dann kannst du sofort Markise entsprechend ausfahren. Ab einer gewissen Länge ist die abzustützen, glaube ich. Aber jetzt schon nicht. Nee, aber die hat integrierte Stützen hier, ne? Das ist Standard. Die werden rausgenommen und dann stützt du die entsprechend ab. Du löst das hier, kannst das hochschieben und dann kannst du das entsprechend spannen. Das ist interessant. Bei Thule einfach mal hochdrücken, ja. Dann feste. Ja. Roland, vertrau mir. Ja, ich vertraue dir, weil ich so. Das kenne. Das ist nämlich so, man denkt, man macht was kaputt bei Thule, das ist so. Die meisten, die haben immer das Gefühl, dass sie also das runterdrücken müssen, aber man muss es hochmachen. Muss man aber wissen. Ja.
muss man wissen. Was ganz wichtig ist, das vergessen die meisten, man muss also, wenn es stark windig ist, hier oben ein Sturmband rumpacken. Die haben große Spieße, damit dir dann das Gestänge nicht kaputt geht. Ich finde die Begrifflichkeiten so schön. Sturmband. Ja, das ist so. Wir haben ja gestern schon so ein paar gehabt. Windleine würde... ein Wörterbuch geben für Wohnmobilisten. Windleine würde nicht so gut passen. Oder was hast du gestern gesagt? Ein Wörterbuch für Neuwohnmobilisten müsste es geben. Gibt es aber bestimmt, oder? Ich glaube, ich schreibe mal eins. Ja. Dann lese ich das. So, jetzt hast du es schön hochgemacht. Jetzt sieht man, also es ist schon ein ganz anderes Raumgefühl jetzt hier draußen. Ja, ich meine, das ist das Schöne daran. Ne? Ich muss jetzt nicht ein Vorzelt aufbauen. Ich habe die Möglichkeit, Markise raus. Viele Wohnwagenbesitzer machen das mittlerweile auch. Die fahren mit Markise raus. Man kann aber auch im Bedarfsfall, hier sind auch Kederleisten, ich kann eine Front- und die Seitenwände ranmachen und kann also theoretisch daraus auch ein Vorzelt machen. Ne? Das kann man googeln, ein Markisenbanner. Da gibt es eine Firma aus dem Saarland, die hat zwar spezialisiert, die bedruckt die, da kannst du vorne einen Hund drauf machen, du kannst durchgucken, kannst rausgucken, aber Leute können nicht reingucken. Also ist so Mesh-Material. Ja, wunderbar, sehr schön. Ja, absolut. Wintergarten. Ja, die Palme ist ja schon da. Die Palme ist da, ja, unser Markenzeichen hier bei RS Reisemobile. Ne? Das finde ich total schön mit dem Palmen. Im Logo unsere Palmen und die wiederholen sich ja ein paar Mal. Zeig mal ein kleines Detail, da ist ein Fahrzeug, wird gerade aufbereitet hinten. Ja, okay, das ist hier unsere Werkstatt. Wir haben also hier einen Meisterbetrieb. Wir bilden auch aus. Oben ist unser Azubi auf dem Dach. Und die werden ausgebildet eben halt für den Spezialfall, was also... den ganzen Campingbereich, Wohnmobil- und Wohnwagenbereich angeht. Das heißt, die Leute, die sollten entsprechend auch hochklettern können. Ja, die haben ihre fachliche Ausbildung. Wir machen hier die Gasprüfung. Hier ist die Garage. Ja, hier wäre jetzt in dem Fall die Garage bzw. die Werkstatt. Und wir haben also eine Hebebühne, die kann, glaube ich, 10 oder 12 Tonnen auffahren. Da ist der Chef, oder? Genau, das ist der Chef. In Gelb, das passt immer gut. Der Chef in Gelb. Ja. Wie ist dein Name? Ramazan Son Metz. Ja, du machst das schon lange. Der Vater hat schon gemacht, oder? Genau, mein Vater hat das 30 Jahre gemacht. Okay. Und dann ist er in die Pension gegangen und seit 15 Jahren mache ich das. 15 Jahren? Du bist knapp über 30, oder? 35. 35, heißt, du machst das, seitdem du 20 bist. Ja. Du kennst dich aus mit Wohnmobilen? In- und auswendig. Das ist wirklich so. Das hier ist eine geile Straße. Also hier sind lauter Wohnmobilhändler. Ja. Hammer, oder? Wir sind genau an der Karawanmeile. Seit 60 Jahren ist die Straße begehrt mit Karawanen und seit 60 Jahren haben sich auch in den Zeitraum mehrere Händlern, sind fast alle Marken an Herstellern hier auf der Straße. Ich brauche gar keinen Salon jetzt in Düsseldorf, ich kann einfach herkommen. Genau. Ja, ihr habt unglaublich viele Marken, ihr seid stolz auf die Marken, die ihr habt? Ja, wir sind Vertragshändler von fast 10 Herstellern. Okay. Und läuft. Ja, Wohnwagen, jetzt ist ja Zeit 2020, Corona hat euch ja etwas in die Karten gespielt, dass die Leute jetzt im eigenen Land Urlaub machen? Genau, die meisten Leute wollen nicht mehr ins Hotels und auch nicht mehr ins Ausland reisen, daher wollen die in Deutschland bleiben oder Österreich und die Vermietung läuft bei uns im Moment sehr gut, ist komplett ausgebucht. Ihr habt wie viele Fahrzeuge habt ihr? Knapp 80 in der Vermietung. 80 in der Vermietung? Ja, 80 in der Vermietung und im Bestand ungefähr 350 Fahrzeuge. Wahnsinn! Ich wollte letztes Jahr auch eins mieten, dieses Jahr und ich habe keins bekommen. Aber ich habe gestern schon mit ihrer Frau gesprochen. Ich habe nämlich gerade zu Steffi gesagt, er wäre eine gute Partie, er ist leider verheiratet. Ich habe die Frau schon kennengelernt und auch den Hund, euren tollen Hund. Die ist nett, gell? Super nett. Ja, die Nala. Roland, du könntest ja jetzt mit deinen Skills könntest ja überall arbeiten. Warum jetzt gerade bei ihm? Ich sag mal so, das hat was mit diesem Familiären zu tun. Ne? Also ich bin zu Anfang, als ich hingekommen war, war ich der Onkel, dann wurde ich der Großvater und jetzt kann ich sagen, bin ich der Freund. Ja, jetzt gehöre ich zu Familie. Ist so, oder? Ja, der Roland gehört... mit zu unserer Familie. Ja, ihr habt eine ganz gute Werkstatt. Also ich denke, ich werde nochmal zu euch kommen, denn ihr seid so nett gewesen. Also ihr habt mir alles gezeigt mit allen Runden. Ihr seid immer herzlich willkommen hier. Ihr habt tolle Fahrzeuge. Ich habe gerade eben den Tabat da vorne gezeigt, den alten, der vorne steht, den Comtest. Zum Beispiel in Zahlung genommen, ist ein Gebrauchter. Okay. Und
ist sehr gepflegt. Hab's den vielleicht aufgenommen gehabt schon? Baujahr? Weißt du das zufällig? War das waren die ganze Zeit im Rätsel? Okay, alles klar. Ich danke dir erstmal. Telefon klingelt. Und wir gehen nochmal zurück zu unserem Schätzchen. Ein ganz kleiner Exkurs quasi in die Werkstatt. Ihr habt eine große Werkstatt, ihr könnt alles umbauen, machen, tun, ja, Meisterbetrieb. Also an den Fahrzeugen alles, was den Camping-Zubehörbereich angeht. Auch was die Motoren angeht. Bei den neuen Motoren ist es eben halt so, dass das eben halt in den Vertragswerkstätten geschehen muss. Ja, das ist die DNA von LMC. Also genau. Wer LMC fährt, wird von jedem LMC-Besitzer freudig begrüßt, denn das ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Qualität ist wirklich sehr gut. Ist sehr gut. Hier haben wir den Passion, eine besondere Ausgabe, hier zum Beispiel mit Anhängerkupplung, also wenn man unterwegs ist, kann man dann auch, wenn man möchte, nicht Fahrräder, sondern sein kleinen Smart oder was auch immer mitnehmen. Ich habe jetzt sofort gedacht, ein Pferdeanhänger, wie ist das als Pferdeliebhaberin? Das ist durchaus möglich. Okay. Ich glaube, es geht hier, das muss ich aber noch mal prüfen, so ungefähr bei bis 2 Tonnen. Okay. Es gibt Fahrzeuge, die können 2,5 Tonnen ziehen, das müsste man im einzelnen Fall noch mal prüfen. Dein Pferd wiegt wie viele Tonnen? Ich weiß gar nicht, was ein viel. Pferd, ne? Ein Pferd. Ja, das liegt so 800 Kilo wird das wiegen. 800 Kilo wiegt ein Pferd? Naja, weiß ich nicht. Oder 600 Kilo. Das google ich gleich mal. Ich bin nicht sicher. Also ist kein großes. Ich meine, mit Anhänger. Ach so, mit Anhänger. Mit Anhänger. Gedacht, ach, ne, ich würde sagen, 800 Kilo ist... Ja, keine Ahnung, ich kenne mich gar nicht aus. Wenn du sagst 800 Kilo, ich glaube dir alles. Also der... das ist von der Seite. Das heißt, ich habe auch hier 2 Türen. Die zweite schenken wir uns. Eine Alderheizung mit drin. Und hier kann man schon sehen, der... Kühlschrank ist auf dieser Seite, das heißt, die Küche ist, wenn du reinkommst, direkt, du läufst drauf zu quasi. Genau, du läufst auf den Küchenbereich zu. Sehr elegant, das werden wir gleich sehen. Und ein sehr aufgeräumter Platzbereich. LMC halt. LMC, genau. Hier haben wir Wasser, dann hier ist Stromversorgung und hier haben wir es abgeschlossen. Oh, schön. Ja, es tut mir leid. Das liegt daran, da ist das Zeug drin, also so Zubehör und so weiter. Wir packen da manchmal die Papiere, also die Bordpapiere rein und so, weil wir in der Vergangenheit... Die Anleitung. Ja, weil wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass Leute das auch ganz gerne mal mitnehmen. Ihr habt hohes Vertrauen an die Leute, die hier kommen. Habt ihr viel Probleme damit? Nö, im Prinzip nicht so viel Probleme, aber es sieht tatsächlich so aus, dass das meiste, was mal wegkommt, sind die kleinen Nüppelchen von dem Herd, diese Gumminüppelchen. Ich weiß nicht, irgendwie muss hier einer eine Sammlung damit machen. Es gibt, glaube ich, in Hessen gibt es so einen Sammler, der sammelt die Gumminüppel von den Herden. Das ist der berühmte hessische Nüppelsammler, gell? Wahrscheinlich ist so. Der hat Luftfederung. Der hat Luftfederung. Ich fasse es nicht, echt? Ja, absolut. Von Goldschmidt, das ist High-End. Also wenn du dich auskennst, der schwebt auf Luft. Doch, ist wirklich so. Also ich habe auch eine Luftfederung bei mir drin. Das ist so, wenn du ein Fiat Ducato fährst mit Luftfeder, das kannst du nicht vergleichen. Nein. Das ist unvorstellbar. Das ist einfach ein sanftes Fahren, sag ich mal. Okay. Und keine Seitenneigung, das ist also auch so, die gleicht sich direkt aus. Du kannst sogar hier vorne bei der Luftfeder heben und senken. Das sind diese kleinen Knöpfe da und kannst damit nivellieren. Das heißt, wenn du schräg stehst, kannst du hoch und runter machen, vorne und hinten. Das ist irre. Toll. Wobei ich mal überlege, was wir machen könnten. Wir könnten da nachher mal eine Probefahrt mitmachen. Der steht günstig und das wäre vielleicht eine ganz gute Angelegenheit, dass Steffi einfach mal eine Probefahrt macht. Aber nur ein Stück vor und zurück. Du willst ja nur das Ding verkloppen, gibst du. Ja, wenn es geht, gerne. Ne? Wenn es geht, gerne. Ich habe ja letztes Jahr im Internet, oder nicht dieses Jahr, geguckt und die waren alle farbig. Es gab halt so türkise und pinke, so für so kleine. Außen oder innen? Außen. Ach so, außen. Mhm. Das können wir machen. Da können wir ein Mädchenfahrzeug rausmachen. Können wir machen, okay. Gut. So, der sieht gut gepflegt aus. Da sieht man, das Verdunkungssystem ist integriert. Hier vorne ein bisschen anders wie die wir gesehen haben. Aber wir gehen mal rein. Ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich zeige Ihnen gerade noch mal von der anderen Seite. Ein Fiat Ducato, ein 218er, die Kilometeranzahl, genau, schau mal kurz und lächeln mal, Fotofinish. Ich habe es mir so... Nein, das könnte das Startbild werden, ja, fürs Video. So, Steffi, wir gehen mal rein. Wir gehen rein. So, ich zeige gerade noch mal, dass man sehen kann. Also, es ist ein Anfang 2018, also Januar 2018, also wird jetzt demnächst 3 Jahre alt. 18.400 Kilometer. 18.4? Ja, im Gegensatz zu den anderen. Nee, ist gar nichts. Ach, ist gar nichts. Okay. Nutzfahrzeug. Okay. Läuft Fiat Ducato 300, 400.000 Kilometer und viel mehr. Okay. Ist also dafür gebaut. Dann ist es nichts. Lieferwagen quasi. Okay. Ach.
Das muss ich mal zur Ehrenrettung sagen, weil diese Fahrzeuge sind wirklich mit, der hat 18.000 Kilometer, hat er gesagt, das ist aber viel. So. Ja, weil ich gerade gedacht habe, die sind 10 Jahre alt und haben erst 50.000 und dann in 3 Jahren wäre das jetzt viel, aber das kann man gar nicht vergleichen. Nee, das kann man, also insgesamt sind 18.000 ja noch niemals eingefahren, wenn man so will, ne? Aber es gibt dann Leute, man muss mal sagen, manche fragen auch, wie kommt ihr dann an so junge Fahrzeuge oder die so wenig gelaufen haben? Ja. Dann gibt es ältere Leute, die dann so nach einem Jahr feststellen, das ist für uns nichts. Es gibt Scheidungsopfer, es gibt Todesfälle, dass also dann bei Älteren ein Partner überbleibt und sagt, jetzt ist für mich das Wohnmobil nicht mehr interessant. Mhm. Und es gibt natürlich ganz viele, die damit gefahren sind und stellen fest, wir wollen was Größeres haben. Oder wir wollen einen Kastenwagen haben, weil wir die und Länder bereisen wollen. So, ich steig mal ein. Die Küche ist wirklich, also das war das, was du gesagt hast, das ist ein Hingucker, oder? Ja, das ist ein Hingucker. Ne? Also, die gefällt dir? Ja, die gefällt mir deswegen. Es hat so ein bisschen diese Glanzoptik, das ist schon schick. Ne? Dann diese Konturbeleuchtung. Also das gefällt mir sehr gut. Und Steffi wird das wahrscheinlich auch gleich gefallen. Also manchmal, wir haben ja jetzt viele neue gesehen. Wenn du überlegst, du kannst ja beim 218er ja nichts falsch machen. Da kriegst du aber halt ein Fahrzeug, das hat den ersten Wertverlust schon erlitten. Ja, das stimmt. Ne? Aber wobei bei Wohnmobilen ist es tatsächlich so, dass der Wertverlust nicht so hoch ist wie bei normalen Pkw. Ne? Ja, aber trotzdem, der wird ja wahrscheinlich 2.000 Euro mehr gekostet haben. Das stimmt. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber es ist tatsächlich so. Du fühlst dich wie im Schiff hier. Guck mal hier vorne, wie schön die Anpassung ist. Allein hier vorne diese Rundung, die Integration des Fahrerhauses in die Teilintegration. Ja. Das ist so genial gelöst, dass das du wirklich... Warte, ich zeig das mal gerade von ganz da, dass wir da mal anfangen. Das fängt an mit dem Kühlschrank von Tedford, der das gleiche Holz hat, übrigens, das geht jetzt bei den neuen, wie die Optik dahinter. Und dann hast du alles wie aus einem Guss. Es fühlt sich an wie in einer Yacht. Ist wirklich so, oder? Absolut, ja. Habe ich gerade auch gedacht. Die Farbe und auch hier dieser Abschluss erinnert mich irgendwie an ein Schiff oder an eine Yacht. Stark. Hier oben hast du dann hier noch eine Umrandung in Hochglanz. Das steht dem Auto wirklich sehr gut. Also nicht so billig gemacht, weißt du, so richtig hochwertig. Hier kannst du es ablegen. Also du fühlst dich hier richtig, als hättest du stark. Roland, dreh mal den Sitz bitte. Ja, der ist. Du hast gerade schon geguckt, wie das geht. Ne? Ja, der ist ja ganz leicht. Das ist ja. Das nee, wir hatten gerade eben, warum wir so lachen, wir haben in den Hümer einen Ford, hatten wir die Isri-Sitze drin. Nee, Quatsch, das waren, ich komme jetzt nicht drauf. Und Steffi. Agouti-Sitze, die haben wir nicht rumbekommen. Nee, die haben wir nicht rumbekommen, weil dieser Knopf, der bewegte sich fast gar nicht. Helft der Steffi mal. Steffi, ich helfe dir. Ach so, falsche Seite. Einmal drehen. Ja. Also hier wäre jetzt die Bewegung. Okay. Hier, das ist ja ähnlich wie bei den anderen Autos. Genau, das ist ja... Das hätte ich jetzt auch alleine geschafft. Danke. Gerne. So, jetzt haben wir kein Hubbett. Das gibt dem Fahrzeug unglaublich viel Raum. Es ist, wenn man so will, tatsächlich ein Zwei-Personen-Fahrzeug, respektive 3 Personen, wenn man die mittlere Lage dann bei den Einzelbetten dann auch nochmal entsprechend nehmen möchte. Mhm. Aber man kann ja hier auch das vordere Teil umbauen zu einem sogenannten Notbett. Ne? Das geht. Das geht, auf jeden Fall. Hier im Schrank ist noch ein Polster? Sitzpolster, ein Sitz eingearbeitet. Das heißt, ich habe hier einen Schrank, ich kann das hier. Warte mal kurz. Und kann das dann entsprechend reinsetzen. Nee, warte, ich muss das filmen. Das ist so gut. Bitte den Schrank nochmal zumachen. Ich habe zu schnell gezogen. Genau, zieh mal. Ich habe zu schnell gezogen. In dem Schrank ist ein Sitz. So. In dem Schrank ist ein Sitz und der wird dann hier entsprechend eingesetzt. Aber der ist unten, muss unten eingehakt werden und das ist eine Werkstattarbeit. Das heißt, ich sitze dann im Schrank oder nein, was? Nein, der klappt hier raus und das ist aber noch eine Werkstattarbeit. Aha. Das muss die Werkstatt noch mal vervollständigen. Okay, verstanden. Ja. Das heißt, wenn die Fahrzeuge kommen mit allen drum und dran, die kriegen einen Check von euch. Das heißt, so Kleinigkeiten kann immer mal irgendwas sein, das wird gemacht? Das wird gemacht. Manchmal ist es auch so, dass die Kunden daran gearbeitet haben. Ach so, hier in der Ausstellung, da hat mal einer rausgezogen. Dann ist es kaputt gegangen. Die meisten sagen nichts, aber wir kontrollieren das zwischendurch, sagen der Werkstatt Bescheid und dann. Das ist aber jetzt nichts Weltbewegendes. Also bei LMC, da muss man ehrlich sagen, ich kenne halt, ich habe einen LMC gedreht, ja, einen einzigen.
Und der ist durch die Decke gegangen, weil es, ich sag mal, LNC baut zwar schon viele Wohnmobile, du siehst sie aber kaum. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja. Ja, wobei ich muss sagen, mein erster Wohnwagen war auch ein LMC, relativ alt, aber die Qualität ist schon sehr, sehr gut. Ne? Man sieht das auch hier an diesen Hochglanz. Es wirkt hochwertig. Es wirkt sehr hochwertig. Diese Hochglanzoptik, und, ja. Das ist schon, ja, wie gesagt, das ist Yacht-ähnlich. Ne? Mhm. Ja. Polster sind sehr gut. Face to face, warte, wenn du dich mal hinsetzt, Roland, dann zeige ich mal, dass du mit der Steffi hier wunderbar ein Käffchen trinken könntest. Ich wollte sagen, also die Polster, die Sitze, die sind wieder so diese Chefsessel, die ich sehr so gut finde. Ne? So, jetzt habe ich hier face to face, wenn du dich mal da hinsetzt, Steffi. Du bist jetzt mal die Ehefrau vom Roland. Wir sagen meiner Gertrud ja nichts, ne? Nee. Guten Tag, Frau Rimkus. Guten Tag. Und wie läuft's heute? Ja, läuft ganz gut. Alles obwohl klar. Der Roland heute wieder ein bisschen frech war. Ja, so ist das immer. Wir haben den Sitz nicht drehen können, aber das war eine andere Geschichte. Die Geschichten aus dem Ruhrpott, so ist es. Aber ich denke mal, dass die Leute, also ich meine, das eine ist ja so ein bisschen die Technik, ja, die Leute gerne kennenlernen wollen bei uns, aber ich sag mal, viele gucken das ja auch, weil sie so merken, das ist so eine eigene Community, die Camper, die eigentlich ganz unkompliziert sind, selbst die mit den dicken Fahrzeugen. Absolut, ich sag mal so, ich meine, man hat eine Gemeinsamkeit und diese Gemeinsamkeit ist dieses mobile Reisen, sich die Welt anzuschauen. Und ich sage immer, wenn Corona nicht wäre, und irgendwann ist es ja auch mal vorbei, ist es tatsächlich so, dass ja, Europa wieder ein Stückchen kleiner wird. Und dass es auch interessant ist, eben halt andere Menschen kennenzulernen. Ja. Und man sieht das ja auch, dass also zum Beispiel es in bestimmten Ländern überhaupt nicht so ein Hype ist. Ne? Ich will noch mal auf die Türkei kommen. Also unsere Chefs sind ja aus der Türkei. Und da ist es, jetzt fängt es langsam an, dass auch in der Türkei sich die Menschen bewegen und ihr Land kennenlernen. Mhm. Ansonsten war das da gar nicht üblich mit Wohnwagen oder Wohnmobilen. Ich habe in der Zeit, wo du das erzählt hast, mal gerade so ein bisschen hier rumgeschaut, wie schön offen der Raum ist, dadurch, dass auch der Kühlschrank nicht auf der linken Seite ist und du wirklich von vorne nach hinten schauen kannst. Das macht die ganze Sache so Apartment-like, das ist nicht so abgetrennt. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Als ich gerade reingekommen bin, habe ich gedacht, das ist so open, sehr offen und weit und ich kann alles sehen. Ich finde es schön. Also ich sag mal so, es ist atmosphärisch, gehört zu der älteren Generation. Ich mag es sehr modern, aber hier ist so eine Kombination, die so klassisch ist. Ne? Ja, genau. Es wirkt edel. Modern, es wirkt edel, aber es wirkt nicht überzüchtet, sag ich mal. Und das gefällt mir eigentlich. Und diese Hochglanzoptik, das ist schon richtig Qualität hier. Ne? Ja, ich zeig's mal gerade, das vorne, das ist wirklich, also wer also sowas jemals mal versucht hat zu lackieren, das ist gar nicht so einfach. Das Ganze ist ja auch gebogen. Das ist ja nicht so ein, ich sag mal, ein einfaches Stück Holz. Wenn du mal aufmachst, dann siehst du... Spiegelholz. Im Prinzip. Und dann ist das mit einer entsprechenden Lack oder mit einer Folie bearbeitet. Heute foliert man ja ein bisschen mehr, als dass es lackiert ist. Wie es auch immer ist. Diese Folien halten oft mehr aus als jeder Lack. Ja, absolut. Und dann hier auch, wenn man das hier, diese ABS-Kante, so nennt man das, die ist also so sauber verarbeitet. Das ist wirklich... Die ganzen Anschlüsse, die sind perfekt. Möbel-like, ja. Hier haben wir noch einen kleinen Lautsprecher unten drunter. Das heißt, wir haben direkt eine Verbindung zum Radio. Hier nochmal eine Lichtschaltung. Ich kann hier alle Lichteinheiten zentral von hier aus auch schalten. Ich habe hier einen 12-Volt-Anschlussstecker. Es gibt so Spezial 12-Volt-Stecker. Mhm. Damit man die alten Geräte, in Anführungsstriche, die man noch hat, auch noch benutzen kann oder die Adapter. Ja. Was würde man da anschließen? Ja, alles Mögliche. Ne? Also du hast hier einen Stecker, dann gibt es einen Adapter dazu und du kannst dann hier zum Beispiel auch dein Laptop laden oder dein Handy laden. Gut, der Vorteil ist, der Wechselrichter muss nicht laufen. Schluckt ja immer so ein bisschen Blindenergie. Ja, also es gibt ja tatsächlich Leute, die sagen, ja, ach, wenn ich eine Solaranlage habe und einen Wechselrichter, 230 Volt, kann ich mir die Haare föhnen. Dann sage ich, tun Sie es bitte nicht, nach einer halben Stunde ist alles leer. Also 2000 oder 1000 Watt da rauszuziehen für eine halbe Stunde, Haare föhnen, das ist dann doch nicht möglich. Doch, es würde gehen, man muss nur die Heizung ausmachen vom Föhnen. Ja. So, sehr schön. Ja, hier sieht man große Küche des Roland. Großer Stolz hier auf der Ausstellung von Tedford. Da sieht man dieses Kombifeld. Also hier habe ich ja wieder das, was wir in dem Wohnwagen von Tabbert aus den 90ern gefilmt haben, dass ich jetzt wieder sehr leicht reinigen kann, indem ich das Gitter mal hochziehe, wenn du mal so lieb bist. Ja. Nee, mit beiden Händen? Beiden Händen. An beiden Seiten zeitgleich.
So, super. Und jetzt kannst du reinigen und kannst es direkt hier in die Spüle machen. Siehst du? Mhm. Sehr gut. Also die Leute haben hier offensichtlich nicht bis gar nicht gekocht. Nee, es sieht aus wie neu. Also der Herd sieht schon wirklich aus wie neu. Und das Schöne ist diese Gussauflage gegenüber diesen einfachen Metallblechauflagen. Die sind sehr stabil und lassen sich gut reinigen und sie klappern nicht. Das ist das Schöne. Nee, das Schrank oben mal. Wenn man liebt, mach mal auf. Mal sehen, wie groß der ist. LMC. Das ist schon Möbelbau vom Feinsten hier, oder? Das ist wirklich gut, auch hier mit einem kleinen Fallschutz versehen, ne, damit es nicht irgendwie was rausrutscht. Es gibt übrigens im Zubehör, das muss man auch mal sagen, es gibt so kleine Kunststoffteile, die man reinsetzen kann, wo man so Teller stapeln kann. Ja. Wo haben die Teller dann einen gewissen Abstand voneinander, dann klappert das nicht, wie wenn da jetzt Geschirr ist. Man fährt ja nicht mit echtem Geschirr, aber manche mögen das, wenn sie zu zweit sind, dass sie sagen, also für das bisschen Geschirr nehme ich dann auch mal richtiges Porzellan mit, aber das kann man alles sehr sicher mit entsprechendem Zubehör dazukommen. Übrigens bei Oberling in Winterswijk, ne, wenn da einer sich mal militant aufrüsten möchte, der kann man... Sag nicht Oberling, weil ich empfehle den Leuten immer, wenn sie zu Oberling fahren, lassen das Portemonnaie zu Hause. Auch keine Scheckkarte mitnehmen, nichts mitnehmen, nur das Geld mitnehmen, was man gewillt ist auszugeben. Ja, aber wir haben übrigens dann hier auf der Straße auch Berger, also die haben... Genauso. Die haben genauso Sachen da, aber es ist tatsächlich so, wenn man sieht, was es im Campingbereich gibt... Ist der weit weg, der Oberling, von hier? Nein. Also ich glaube, in einer Stunde kann man da sein. Ah. Okay. Er ist so weit weg von mir, dass es mir gut tut. So, nee, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die sind hingefahren, die wollten eigentlich nur ein Vorzelt kaufen und haben am Schluss das Auto überladen. So, zeig mal. Schrank. Richtig, richtig groß. Also im Prinzip wie in einer normalen Küche. Stauraum. Ja. Aber jetzt die Schubladen, die habe ich ja gerade schon heimlich aufgemacht. Guck mal. Wahnsinn. Echt? 10 Kilogramm kannst du da reinmachen, das bedeutet ordentlich beladen, das wird natürlich ganz unten das Schwerste rein und so breit wie in der aktuellen Küche. Wie in der normalen Küche, ja. Genau, auch 10 Kilo. Wenn du deine Hand da mal reinlegst, dass man das Verhältnis mal gerade sieht, weil das ist sonst gar nicht zu sehen. Das Ding ist riesengroß, du könntest da theoretisch drin schlafen. Ich? Steffi, jetzt kommt er wieder mit der Größe zurecht. Ja. Ne? Ja, nur vom Gewicht passt das nicht ganz. 51, ja. Aber das ist die untere Schublade, die kann wahrscheinlich, die ist ein bisschen kleiner. Okay. So, ich nehme es zurück. Hier vorne, Kühlschrank in der Optik, ich habe es eben schon erwähnt, mit dem gleichen Holz, das geht bei den neuen Tedfords jetzt, da kannst du dieses Außen... Jetzt, dann sehe ich dich leider nicht mehr. Aber ich guck mal, komm mal rum. Genau, ich halte mal kurz rein. Das großer ist Kühlschrank. Und ein größeres Eisfach. Zack. So, hier unten habe ich dann nochmal... Der Kühlschrank ist wirklich groß. Ich komme kaum rein. Unten hat er diese Box übrigens drin für Getränke. Zieh ihn mal raus. Das Interessante bei der ist, da sind so Facheinstellungen drin, dass du es genau anpassen kannst. Nicht klappern, anpassen. Die neuen, das ist ja jetzt noch die neue Version. Bei der neuen Version ist die Türe geteilt. Mhm. Das findet man in einigen Fahrzeugen. Dann kannst du, wenn das verschlossen ist, hier unten eine extra Tür rausziehen mit den Getränken. Also das ist schon sehr, sehr überlegt. Ja. So, schwuppdiwupp wären wir im Bad. Auch hier habe ich eine Trennung, mach mal zu. Die geht aber nicht zu so richtig, oder doch? Nee. Nee. Das heißt, also hier habe ich einen Vorhang. Ich zeige das mal auf der rechten Seite. Hier kann ich den zuziehen. Bin in der Toilette drin. Das machen wir gleich. Ich komme mal gerade zu euch, dass ich mal von einer anderen Richtung komme. Das ist ja so. Da sieht man nochmal die Sitzgruppe jetzt, die ihr schön jetzt gemacht habt. Ah ja, jetzt haben wir Ich komme. Jetzt haben wir wieder eine andere Dusche. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Im Prinzip auch nochmal komplett. Oh, ja. So. Nee. Da oben. Oben ist noch ein kleines. Siehst du? Aber was ist das denn hier? Von der anderen Seite. Genau, damit. So? Das wäre jetzt die Dusche. Aber. Wo bist du? Hier? Ja. Das ist aber eng. Ach, da kommt noch ein Stück dran. Ich wollte sagen, das ist aber so ein Schock. Eng. Ich habe schon gedacht, wenn die Steffi jemand sagt, das ist aber eng. Ja. Und wahrscheinlich musst du vorher das Klo drehen. Nee, irgendwas habe ich, glaube ich, falsch gemacht. Doch, du musst das Klo drehen. Guck mal.
Steffi, du musst das hier nochmal rausdrücken. So. Ja. Und dann noch mal Skoda. Kannst du mal das Klo wegschieben? Hab ich jetzt. Hab ich doch gesagt. So. Ist aber so, wenn Leute ausprobieren, die dürfen ja alles mal anfassen. Die dürfen alles mal anfassen, die probieren auch. Die dürfen so ein bisschen Steffi spielen. Genau. Also ich bin hier mit dieser Dusche überfordert. Manchmal geht es auch, dass die Leute in Überforderung kommen. Ja, so ist aber wir drehen ja schon seit anderthalb Tagen. Außerdem ist die Steffi, ist ja auch Krankenschwester, mit Stress hat die ja nie so viel zu tun gehabt. Und so viel duschen auch wie... nicht. Also wenn ich mich verletze, dann ist erste Hilfe kein Problem. Also es wird schon irgendwie gehen, Steffi. Ja, genau. Ich trau dir. Also hier kann man auf jeden Fall irgendwie duschen, weil eine Dusche ist da. Das lässt mir keine Ruhe, das werde ich jetzt nachher mal ausprobieren. Jetzt haben wir das nächste hier. So ist es. Auf jeden Fall, große Dusche ist mit drin. Ja. Wenn man... Aber letztendlich kann man ja, hier ist ein Ablauf und da ist ein Ablauf. Man kann ja wahrscheinlich auch einfach so duschen, oder? Wenn man schräg steht. Ja. Ja, dann wird aber hier alles nass. Das also der. Also, aber Steffi, wir wollen es also nicht so stehen lassen. Nee, nicht so stehen lassen. Es geht tatsächlich, die Dusche ist durchaus funktionabel. Funktional. Ja. Ist interessant, schreibt mal einen Kommentar drunter, was die Steffi falsch gemacht habt, bitte im Video. Dass ihr das mal zeigt, wenn ihr LMC-Fans seid und diese Dusche kennt. Und dann könnt ihr ja mal einen Brief schreiben oder einen Kommentar, liebe Steffi. Aber das kann man nicht alles wissen, oder? Und dann komme ich noch mal hier hin und dann mache ich es richtig. Aber ich sag mal so, das, was Steffi jetzt vorgemacht hat, ist tatsächlich so, was viele, die sich nicht mit Wohnmobilen oder mit Wohnwagen beschäftigt haben, die dann hier hinkommen und sagen, wie funktioniert das und stellen dann fest, ja, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Ich habe ja verschiedene ausprobiert. Ja. Und das ist so interessant, wie viele verschiedene Funktionalitäten nur von einem Duschvorhang einer Duschwanne es gibt. Das ist total irre. Absolut. Und ich meine, ich habe ja wirklich einige ausprobiert und irgendwie funktionieren die ja ähnlich. Hätte ich jetzt nur eine Stunde hier gebraucht, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Aber was wir hier haben, hier eine saubere Duschabtrennung. Ja, ne? Das heißt, es gibt welche, die haben Duschvorhang. Und wer einen Duschvorhang kennt, der weiß, wo bleibt der Duschvorhang immer hängen. Steffi hat es erst mal gelernt, dass man das drehen kann. Du weißt noch, gestern, wo du ganz zaghaft an dem Klo mal gedreht hast. Ja, und wenn man nämlich zu zaghaft dreht, dann dreht es sich nicht. Dann funktioniert gar nichts. Also man muss auf jeden Fall schon anpacken können hier. So, ist sehr eng, aber trotzdem zeige ich mal, Waschbecken ist mit drin. Wir haben dort unten einen großen Schrank drin. Wir haben hier die Spüle mit drin. Dann oben haben wir ganz viele Schränke, die man aufmachen kann. Überall da, wo eine Öffnung ist, kann man auch aufmachen. Mit vielen Spiegeln, dass man sich auch als Mann von der Seite sehen kann, wenn man sich rasiert hat. So ist das, ja. Oder die Haare, oder die Haare von der Seite. Machen, ne? Meine sind auf jeden Fall auch jetzt ein bisschen bedürftig. So sind die Frauen. Naja, aber ist okay. Geht noch? Es geht nicht mit, es geht nicht ohne. Viel Platz. Viel Platz. Definitiv viel Platz. So, und dann sieht man schön beledert hier draußen, weißt du, dass nichts klappert, wenn hier mal eine Jacke hängt, dass sie nicht gegen das Holz klappert, wenn man mal fährt. Das kann man hängen lassen, das ist schön gemacht. Ja, und ich sag mal, sehr sauber verarbeitet, elegante Haken. Ich würde mal gerne wissen, was der neue gekostet hätte vorher. Du weißt es aber nicht, oder? Ich weiß es nicht, müsste ich rauskriegen. Dann hier nochmal der Arm, ich will nur mal deutlich machen, welchen Schwenkarm wir haben. Ne? Also das ist schon nah und das ist natürlich auch, wenn ich also zum Schlafzimmer hin bin, ich kann also vom Schlafzimmer auch das auch relativ gut. Oh, Entschuldigung. Steffi, du hast nichts kaputt gemacht. Die Steffi, was hast du denn probiert, Steffi? Ich habe jetzt hier die Verlängerung des Bettes ausgezogen, sodass man hier wieder so eine schöne breite Liegefläche hat. Und die hat leichte Geräusche gemacht, aber... Also der Roland sagt immer, da braucht man nur ein bisschen Silikonspray. Genau. Silikonspray kann man für alles benutzen, oder? Das habe ich auch immer im Auto. Aber gut, das ist jetzt kein Mangel. Ich sag mal, das Ganze soll sich ja auch nicht von selbst bewegen. Also, man kann es wirklich komplett... Warte, der Roland, der probiert gerade die Dusche noch aus. Das lässt ihm keine Ruhe. Nee, es lässt mir keine Ruhe. So, jetzt mach mal. Ich habe dich heute herausgefordert, ne? Mit den So, wenn ich mal zur Seite drehst bitte, dass ich gut filmen kann. Jetzt sieht man die Spielwiese, die wir schon kennen, die auch hier bei LMC erhältlich ist. Das wollen viele Längsbetten. Absolut, wollen viele Längsbetten mit der Möglichkeit, das zu einer großen, zum Schlafbereich auszubauen, Kuschelplatz zu haben. Und hier sieht man, im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, die das vielleicht bis 1,70 ausziehen können, hier ist es fast ein Vollauszug. Das habe ich gerade gesagt, ne? Also bis komplett vorne. Toll.
finde ich auch toll. Dann bauen wir bitte zurück. Manche haben dann das Problem, dass sie sagen, ja, wie kriege ich denn jetzt da einen Spannbecklaken drauf? Mein Tipp wäre, für die kleinen Dinger kriegt man Spannbecklaken zum Beispiel im Babymarkt. Ah. Hm. Das heißt für Kinderbetten, für Babybetten. Der Roland hat immer Tricks auf Lager. Ja, muss man haben. Der alte, trickreiche Roland. Also so alt bist du jetzt noch nicht. Ich hab dich ja gefragt, was du als 68-Jähriger sagst, was sind alte Menschen? Und hast du mir gesagt, naja, die sind so 95. Ja, so in etwa. Ist so alt, es gibt kein Alt mehr, oder? Alter ist nur eine Zahl. Alter ist nur eine Zahl, sagt Steffi. Du merkst, dass du älter wirst, so ein bisschen Wehwehchen? Nicht viel, aber man merkt das schon, natürlich, klar. Das ist im Prinzip so. Wie ein guter Gebrauchtwagen von LMC. Ja, wenn ich den ganzen Tag natürlich hier mit meinem Motor durch die Gegend laufe, dann kann es mir schon passieren, dass der schon mal ins Stottern kommt. Ne? Okay. Hast du schön gesagt. Aber der Vorteil ist, der Roland hat eine K-Garantie abgeschlossen auf seinen Körper. Meine Frau ist Krankenschwester und in der Psychiatrie, also die kann mich gut behandeln. In jeglicher Form. Ich glaube, wenn du aber hier, was du an Storys hier erfährst, ob gewollt oder nicht gewollt. Ja, ganz, ganz witzige Geschichten, ganz nette Menschen. Witzigste kurze Geschichte, die du erlebt hast? Zwei Leute sich so gestritten haben, dass sie kurz vor der Scheidung standen. Die witzigste Geschichte, zwei Leute haben sich so gestritten. Das ist wirklich sehr witzig. Du machst ja auch Pärchenverkupplungen, muss man sagen. Ja, genau. Du hast eigenes. Die kannst du dann nächste Mal zu mir schicken, zu Finder Live. Ja, ich würde sagen. Ich verkuppel die dann wieder. Wir machen da ein Kompensationsgeschäft draus. Genau. So, ich zeig mir den Kleiderschrank. Ah nee, hier waren Schubladen, gell? Das ist jetzt auch nochmal interessant. Lattenrost, sehr massiv. Steffi, ja. Du kannst loslassen. Ah, okay. Na, das wäre jetzt auch von oben wunderbar dann zu ein Fach noch hier behandeln. Ein Fach, da hinten wäre ja auch noch ein flaches Fach. Also da kann ich noch überschüssige Sachen reintun, wie zum Beispiel Betten oder wenn ich jetzt Vorzeltteile habe, die kann man da runterlegen. Hier wäre jetzt Auszüge, ne? Zwei Stück. Und hinten eben halt auch nochmal Stauraum für Sachen, wo ich nicht ständig dran muss. Ne? Mhm. Also ich kann hier viel verstauen, wenn man so will. Ne? Da wieder mal die zentrale Lichtsteuerung, die drin ist. Das hast du gezeigt. Ich kann also vorne, hinten überall das Licht steuern. Ich habe hier vier Knöpfe, wo ich also verschiedene machen. Das Decken belicht hier. Dann habe ich die Konturbeleuchtung. Genau, wenn du mal gerade die Konturbeleuchtung hinten nochmal anmachst, auf Vollgas. Oh, ich fühle mich wie im Europaparadies. Nee, Europapark in den neuen Hotels. In dem Themenhotel Roland. So, warte mal. Lockt Leute. Komm mal gerade hier rum. Licht lockt Leute. Schon ein bisschen eng, aber hier haben wir denn noch. Da ist jetzt hoffentlich ein Kleiderschrank drin. Denn Leute lieben Kleiderschränke. Ja. Du kannst da hochklappen, guck mal, probier mal. Mit der alten. Kann man auch hochklappen. Wow. Ja, und dann kommt man ran. Aber den finde ich richtig klasse, weil du klappst das hoch und dann geht es auch noch mit hoch. Also die Kleiderstange. Die Kleider kommen dir entgegen. Die Kleider kommen mir entgegen, das finde ich auch gut. Und was, okay, das ist da unten. Aber was ist da? Nee, ich habe gedacht, ob da vielleicht ein Tresor ist oder so. Du denkst immer nur ans Geld. Ich denke auch ans Geld, ja. Ja, da ist jetzt wahrscheinlich eine kleine Öffnung, wo man dann irgendwo an Technik rankommen muss. Ja. Heizung, egal was. Ja, was, egal da, was. Da könnte auch Ablauf, irgendwelche. Zum Beispiel. Genau. Das war jetzt ein ganz spontaner Gedanke. Und jetzt muss ich das erstmal wieder. Nee, guck mal da, Press. Siehst du das Rote, wenn du da drauf drückst? Also. Da ist eine kleine Entriegelung, dass es nicht runterknallt. Guck, an alles gedacht. An alles gedacht. So, das hier ist ein 2018er LMC. Habe ich 98 gesagt. Mit natürlich einem beleuchteten Dachfenster, was mit drin ist, und jede Menge Stauraum. Bitte? Der Roland ist in der Dusche. Das lässt ihm keine Ruhe. Er muss die Dusche jetzt. Er muss ja jetzt gucken, wie das geht. Sollen wir mal gucken. Das lässt ihr keine Ruhe mit der Dusche, ne? Ich guck mal gerade da rum. Es geht. Zeig mal, Roland. So, wie krass mit dem? Zeig mal bitte, Roland. Geh mal rein. Dusch mal ein bisschen für uns. Ich dachte, jetzt hier das rauszudrücken. Und das hier entsprechend ranzumachen, sodass ich also einen großen Duschbereich habe. Das ist wie mit dem Liegestuhl, ganz einfach und doch irgendwie kompliziert. Wobei es tatsächlich hier noch eine gewisse Spannung drauf ist, aber ich muss sagen, der ist so neu, die Leute haben hier nicht geduscht, hier ist noch die Folie drauf. Ist die Folie drauf? Ja, also das heißt, ich kann hier noch
Lass dran. Ja, ja, ich lasse die auch dran. Es gibt ja so Folienfans, die lassen die. Ja, hier auch, guck mal. Wo? Hier. Würde ich aber nicht empfehlen. Da hat das auch die Folie drauf. Hier ist auch noch die Folie drauf. Wenn ich die Folie mein Leben lang drauf lasse, kriege ich die hinterher nicht mehr runter. Das ist nicht gut. Guck mal, stimmt, hier auch. Die muss einfach runter. Ja, ja, die muss runter eigentlich. Aber der hat ja auch nicht viel gelaufen. Also nee. 18.000 Kilometer. Es kann sein, wenn die zum Beispiel aus einer Vermietung kommen, was ich jedem auch empfehle, Vermietfahrzeuge nehmen, weil da sind alle Kinderkrankheiten weg. Also die wirklich, ja, da kriegst du wirklich, weil die Vermietleute, also gerade die in der Vermietung laufen, sind so phänomenal. Ja, du kriegst da klappert nichts, da rappelt nichts, da ist nichts, die kriegen Feedback und so weiter. Wir haben in der Vermietung ja einige Ahornfahrzeuge, wir haben ja vorhin gehört, 68 Fahrzeuge in der Vermietung. Und auch einige Pilotfahrzeuge. So, und dann von daher, Steffi, hast du Pech gehabt, dass die alle weg waren? Ja. Zu dem Zeitpunkt. Das muss man abmachen. Ja, die das Folie. Das wollte ich noch dran lassen. Die Folie muss runter, weil denn bei Sonnenbestrahlung kann es dir passieren, dass die tatsächlich nicht mehr runtergeht. Ah. Nie wieder. Nie wieder. Und dann ist die so festgepappt, dass du die dann richtig runterfummeln musst. Ne? Steffi. Ja. Ich bin auch so ein Typ, also am Anfang habe ich, als ich ein neues iPhone bekam, ich hatte ja, früher ich iPhones, habe ich immer die Folie drauf gelassen. Ich habe dran gepult. Irgendwann war die so hässlich, da musste sie abmachen. Ja. Und dann habe ich geweint. Aber ich die liegt dann immer noch in dem weißen Kästchen, die Folie. So, komm, wir gehen raus. Hier vorne hast du uns noch ein Fach. Das und ist sehr interessant. Guck mal, unten Spiegel. Ein ganz großer Spiegel. Ja. Ein ganz großer Spiegel. Ich zeig dir mal eine Kleinigkeit, die ganz toll ist. Mhm. Du kannst nämlich hier, du hast hier einen 12-Volt-Anschluss dran. Und da kannst du jetzt hier, siehst du da unten den 12-Volt-Anschluss, guck mal so rein, da ist er. Mhm. So, da kannst du einen Adapter reinmachen und kannst einen Amazon Prime Stick reinstecken und kannst direkt Netflix und Amazon alles gucken, weil die alle nämlich HDMI-Eingänge haben, diese Alphatronics. Ja. Und da, das klappt wirklich ganz hervorragend. Ich habe zwei Prime Sticks habe ich drin, abends, wenn ich da mal nach den Dreharbeiten dann da schlafe, dann kann ich noch ein bisschen. Was guckst du dann? Tagesschau meistens. Ich gucke gerade Blacklist. Blacklist? Ich gucke gerade Blacklist. Der ist alt geworden, oder? Ich finde den immer noch cool. Ja, der hat jetzt eine Glatze, gell? Ja, hat eine Glatze. Ja, der war, weil ich kenne ihn nur aus dem Film, da hat er noch volles Haar gehabt. Aber Blacklist ist cool, aber ich habe es irgendwie nicht über Staffel 9 hier hinausgebracht. Nee, wir sind jetzt bei 3, oder? Ich glaube, es gibt 18 Staffeln. Ja, ich glaube. Staffeln. Blacklist. Das ist Wahnsinn, ja. Der Schauspieler heißt James Spader. Yes. James Spader. Ja, ich finde den. Aber ich habe aufgehört, Fernsehen zu gucken, als der noch aussah wie 25. Ach so. Ja, also ich finde, der sieht großartig aus. Der hat eine ganz hübscher tolle. Mensch. Der ist immer noch hübsch. Die Frauen stehen total auf den. Ja? Ja, aber wo sind die Haare geblieben? Mein Mann, der sieht von hinten auch aus wie Raymond Reddington. Komm, wir machen eine Abmoderation. Sonst denken die Leute noch, wir sind jetzt im Kaffeeklatsch. So, da vorne steht es. Der LMC T672 Passion Einzelbetten, Solar, Rückfahrkamera und so weiter. Auch wenn Sie ihn nicht kaufen wollen. Tolles Fahrzeug. Und ja, Gratulation an LMC für wirklich eine ganz tolle Innenausstattung auf der Länge. Man glaubt gar nicht, dass man in einem teilintegrierten auf Fiat Ducato Basis ist. Roland, der wird wahrscheinlich schon weg sein, wenn das Video läuft. Aber ihr habt viele andere Gebrauchte. Wir haben kein Geld bekommen für die Videos. Absolut nicht. Ja, absolut. Nee, auch keine Vergünstigung. Das Einzige, was ihr mir gegeben habt, war Strom und ein Kaffee. Das Einzige, was an Geld kostet, das bin ich. Weil ich arbeite ja hier und ich werde da ja und du wirst bezahlt. Wie, so ist das. Wir aber nicht, muss man dazu sagen. Wir nicht, nein. Ja, vielen Dank, liebe Steffi. Und auch du hast eine Partnerbörse, das darf man auch mal kurz erwähnen. Genau. Wie lautet die? Finderlife.de. Finderlife.de. Und da bist du praktisch Bloggerin, du bist Coach, Lebensberaterin und Co. Genau. Und man kann. Und Finderlife mit V, L-I-V-E. V, also F am Anfang und dann Finderlife mit V. Genau, richtig. Nicht wie das Leben, sondern wie jetzt gerade live. Gerade live, genau. Klasse. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.